Also wir hatten da also einen sehr privilegierten Status. Wir waren eigentlich erstaunlicherweise allein wegen unserer Tätigkeit in der ständigen Vertretung überall sehr willkommen. Also die suchten den Kontakt sehr stark zu uns. Und ich bin auch sehr schnell dann in den berühmten Buschfunk dann eingeschlossen worden und erfuhr dann, wenn irgendwas Spannendes irgendwo passierte, also Castorf in Anklam eine Inszenierung machte oder was weiß ich, in Schwedt gab es eine spannende Inszenierung von den Leiden des jungen W. von Plenzdorf und sowas. Oder Penck machte mal wieder ein kleines Konzert in Dresden, was weiß ich, was es war. Dann erfuhr man das und ich kriegte auch irgendeine Information, entweder durch Telefon oder durch eine Postkarte, den Briefkasten oder irgendwas. Und dann fuhr man dahin und dann waren wir da sehr willkommen. Nicht allein, weil wir natürlich, sagen wir, Informationen aus der Bundesrepublik also ziemlich authentisch mitbrachten. Und ich habe das Interesse an mir noch etwas dadurch gesteigert, dass ich gerade, ich hatte sehr viel Kontakt mit bildenden Künstlern, weil ich auch mal Kunstgeschichte studiert hatte. Ich habe an alle möglichen Verlage, Kunstverlage geschrieben, ob sie nicht Remittenten oder sonst was oder Ladentüter in den Keller hätten, die sie mir schenken könnten. Um das weiterzugeben an DDR-Künstler. Und dann kriegte ich also riesige Pakete da von den Verlagen geschickt. Und immer wenn ich dann losfuhr, um irgendwelche Leute zu besuchen, habe ich dann so Tüten gepackt mit Katalogen und Kunstbüchern und sowas. Und da war ich natürlich besonders willkommen.